Ja, das sieht irgendwie alles so harmlos aus, vor allem was an den Aktienmärkten passiert. Aber das ist es nicht. Vielmehr haben wir ein Beben unter der Oberfläche. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Da setzt sich nämlich das fort, was gestern begonnen hat. Der Wechsel nämlich von Growth in Value-Aktien. Growth etwa so Werte wie Microsoft, wie PayPal, wie American Express, wie Visa, wie Cisco, aber auch eine McDonald's zählt zu diesen sogenannten Momentum-Aktien, die ist ja gelaufen wie Schmidts Katze. Und rein geht man dann in Bankenwerte, in konservative Dividendentitel, weil eben die Renditen steigen und da alles mit allem zusammenhängt, hängt das eben auch mit der EZB zusammen. Wir haben heute drei große Themen, eben dieser Wechsel. Growth geht rein in Value oder raus aus Growth rein in Value. Wir haben Handelskrieg und wir haben EZB. All das werde ich jetzt mal chronologisch aufarbeiten. Starten wir mal mit diesem Wechsel von Value zu Growth. Und das sehen wir hier. Wir hatten gestern die größte Tagesbewegung, seit man hier diese Daten erhebt. Das ist schon ein gewaltiges Ding. Und dass sowohl die Aktienindizes ja kaum verändert sind, einfach weil Geld praktisch von einer Baustelle zur anderen wandert, massiv rausgeht eben aus diesen Growth-Aktien, reingeht in Value-Aktien, die zuletzt super schlecht gelaufen sind. Vor allem Banken natürlich, dagegen die Tech-Werte eben super stark gelaufen. Und hier sagt zum Beispiel Nomura, das ist unglaublich, jemand, der irgendwie vielleicht zu CNBC guckt und sich keine Gedanken macht, der merkt gar nicht, was da abgeht, wobei auch CNBC sogar darüber berichtet hat, sondern das ist wirklich ein Shift, ein Beben, das ist die Verschiebung tektonischer Platten von Anlageverhalten und das ist doch ziemlich aussagekräftig. Wir sehen hier zum Beispiel das Verhältnis Value to Growth. Das ging ja permanent runter, 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 runter und jetzt plötzlich diese steile Kerze. Jesse Felder hatte hier in diesem Tweet einst das schon angekündigt, dass wir hier ausbrechen aus diesem Abwärtstrend, dass die Chance da ist, dass wir ausbrechen aus diesem Abwärtstrend und so ist es denn auch gekommen und das vollzieht sich jetzt mit einiger Heftigkeit und das ist für einige ETFs ein Problem, beziehungsweise für Halter bestimmter ETFs, die eben diese Growth-Werte verstärkt abbilden und auf der anderen Seite ist es eben vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die Märkte weniger dovish werden insgesamt, weil man sich schlichtweg ein bisschen verabschieden muss von diesen ultra starken Hoffnungen auf etwa das, was die EZB bringen könnte. Eine Nachrichtenagentur hat heute aus Insiderkreisen der EZB berichtet, dass man eben wohl kein QI nochmal neu lancieren wird, weil einfach die Nordländer zu stark dagegen sind, weil der Widerstand zu groß ist. Da will man erstmal abwarten, wie die Daten kommen, bis dann wieder sozusagen ein solches Programm aufgelegt wird. Ja, man wird den Einlagezins wohl weiter senken, aber who cares, das ist nicht das, was die Märkte eigentlich interessiert hat. Hier ist eben nicht wirklich dann zusätzlicher Stimulus der Fall. Das wäre eben der Fall mit QI. Das ist dann mit dem weiteren Senken des Einlagesatzes eben nicht der Fall, denn, und hier sehen wir praktisch die Einlagen der Banken bei der EZB, die sind trotz QI und das begann, oder trotz des negativen Einlagezinses und das begann im Jahr 2012, sind die Einlagen der Banken trotz Strafzinsen von minus 0,4% weiter gestiegen. Also die EZB ist wohl hier dabei an der falschen Schraube zu drehen, die Kreditvergabe nicht maßgeblich gestiegen, die Banken parken nach wie vor das Geld bei der EZB und wenn ich also jetzt die ganze Geschichte noch negativer mache, sagen wir mal von minus 0,4 auf 0,6, was ändert das? Das ist nicht der Stimulus, den man wollte. Die Südländer sind dafür sehr, die wollen eben diesen Stimulus, die wollen QI, die wollen gleich die Senkung der Zinsen. An den Leitzins traut man sich wohl nicht ran, da ist auch der Widerstand Deutschlands zu groß, also an den Zins, der dann wirklich auch die normalen Sparer betrifft, etwa wenn der negativ würde, derzeit ja bei 0,0, dann könnten die Banken vielleicht gar nicht anders als eben auch Negativzinsen auf Sparguthaben, auf Bankkonten erheben und das geht derzeit politisch noch nicht, das ist nicht durchsetzbar, dementsprechend ist das wohl auch nicht machbar. Schauen wir uns mal noch das dritte Thema an, Handelskrieg und da haben wir interessante Dinge zunächst mal. Wir hatten zunächst mal einen Bericht aus der South China Morning Post, der gesagt hat, naja, also die 80% ist schon da an Übereinkunft, aber diese 20%, die sind kritisch. Da ist China nicht bereit, wirklich nachzugeben, denn da geht es um die eigene Industriepolitik, da geht es ans Eingemachte. Jetzt hat hier heute Steve Mnuchin, Finanzminister, gesagt, ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend, das muss zur Sprache gebracht werden, dass die Chinesen ihre
Versprechen nicht eingehalten haben, hier US-Landwirtschaftsprodukte zu kaufen. Und bums, kam dann die Meldung der South China Morning Post wiederum, die sagen, ja, ja, wir sind schon bereit, in größerem Maßstab US-Landwirtschaftsprodukte zu kaufen, wenn ihr von euren zentralen Forderungen ein bisschen ablasst, also erstens nicht weiter die Zölle anhebt oder die weitere Zollanhebung, die kürzlich ja passiert ist, wieder zurücknehmt. Wenn ihr die Geschichte mit Huawei ein bisschen zurückdreht, dann sind wir bereit, hier euch ein bisschen die Geschichte zu versüßen, indem wir weiter Landwirtschaftsprodukte oder verstärkt Landwirtschaftsprodukte aus den USA kaufen. Jetzt ist das natürlich eine Strategie, die China schon lange und immer wieder gefahren hat, die Amerikaner ködern zu wollen mit eben den Landwirtschaftskäufen. Bisher hat diese Strategie jedenfalls nicht geklappt. Vielleicht klappt sie aber demnächst, denn einer der Hardliner ist raus jetzt, nämlich das ist John Bolton. Nicht nur ein Anti-Iran-Hardliner, der eigentlich für einen Militäreinsatz im Iran war, sondern eben auch für eine ganz, ganz harte Haltung in Richtung China plädiert hat. Vielleicht ist das das indirekte Eingeständnis schon von Donald Trump, dass er sich jetzt eine harte Linie insgesamt außenpolitisch auch gegen China, auch vielleicht gegen den Iran gar nicht mehr leisten kann, wenn er die Wahlen gewinnen will. Denn viele Indikationen deuten auch in den USA nach unten. Hier sehen wir etwa das Small Business Confidence, also das Vertrauen der kleineren Firmen, Firmen etwa bis 50, 60, 70 Angestellte. Und hier sehen wir, dass die Profit Margins nach unten gehen, dass die Preise nach unten gehen, dass also die Lage schwieriger wird. Und Donald Trump würde dann eben seine Wiederwahl verstärkt riskieren, wenn er jetzt einen harten Kurs fährt. Deswegen muss er vielleicht umschwenken. Er muss vielleicht auch umschwenken, wenn die Fed nicht mitspielt, wie eben vorher erhofft, das ist ja bei Trump gekoppelt, er versucht ja immer wieder dieses Muster durchzudrücken, harte Haltung gegen China, Anhebung der Zölle, dann muss die Fed die Zinsen senken, wenn die aber nicht mitspielt, dann kann er diese harte Haltung wohl nicht durchziehen. Schauen wir uns die Märkte an, Charts hier von Capital.com, wir sehen den Dow Jones bei 26.839. Es ging nach oben aufgrund dieser Meldung, nachdem es vorher nach unten gegangen war, aufgrund dieser Meldung, ja, da wollen die Chinesen doch ein paar Landwirtschaftsprodukte kaufen. Sojabohnen zum Beispiel, ganz lecker, die werden vielleicht noch ein bisschen Schweinefleisch kaufen, denn die Schweinepest wütet herb in China. Deswegen kann man da vielleicht gar nicht anders. Wir sehen hier den S&P 500 2971. Normalerweise könnte man erwarten, bei so einer Meldung machen die Märkte einen Riesensatz nach oben. Ist so nicht wirklich bisher zumindest der Fall. Wir sehen aber, dass der DAX sich freut. Der steht bei 12.300 Punkten und ignoriert eigentlich die Meldung in Sachen EZB, dass da nichts kommt mit QE, sondern nur eine mickrige Einlagezinssenkung, die keinen wirklich weiterbringt, die keinen wirklich was hilft. Wir sehen, dass der Euro durchaus ein bisschen reagiert. Naja, der Euro ist ja eigentlich seit Jahren so ein bisschen im Tiefkoma. Da ist eine Range von, weiß nicht, 1,13 bis 1,09 ein paar zerquetschte. Das ist eigentlich gar nichts im Vergleich zu früherer Volatilität. Aber auf jeden Fall ging es da ein bisschen nach oben für den Euro. Wir sehen das Gold jetzt weiter wieder ein bisschen unter Druck, ist unter der 1500er Marke, 1493. Und wir sehen, dass Crude Oil negativ reagiert auf die Entlassung von Bolton, denn damit wird schlichtweg ein Iran-Krieg unwahrscheinlicher. Und das war ja einer der Risikofaktoren, die im Ölpreis hier eingepreist waren. Nach wie vor warten auf die EZB am Donnerstag, auf die Fed dann Mittwoch nächster Woche. Bis dahin dürfte keine Entscheidung fallen. Die Märkte sind scheinbar ruhig, aber unter der Oberfläche brodelt es. Erstens, weil eben auch die Anleiherenditen, das wollte ich Ihnen noch zeigen, deutlich nach oben gehen. Hier sehen wir die 30-jährige US-Staatsanleihe, 2,16%, deutlich gestiegen, war kürzlich noch bei 1,9. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt bei 1,685, war kürzlich noch unter der 1,5%. Also die Staatsanleihenrenditen gehen nach oben. Das erwischt manche jetzt auch auf dem falschen Fuß. Auch das ist eine Art Erdbeben, das sich da hier abspielt. Also es ist durchaus was los, auch wenn an der Oberfläche so alles ein bisschen ruhig scheint, weil alle auf die Notenbanken warten. Mal sehen, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao. Am Donnerstag, wollte ich noch sagen, mache ich dann ein Webinar, wo ich die EZB-Entscheidung, die EZB-Sitzung reflektiere. Was bedeutet das? Was kommt? Was wird kommen? Da will ich schon mal prophylaktisch darauf hinweisen, Donnerstag 20 Uhr, aber jetzt sage ich Servus und Ciao. Servus!